So, hallo und herzlich willkommen im Puff und zurück bei Let's Play Risen Folge 28. Ja, komm, spiel uns Lied vor. Machen wir es. Ericsson. Du weißt. Ich brauche Informationen. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Oh, Mo, ich wusste gar nicht, dass du so musikalisch bist. Ist eine Hütte in der Gosse. Ich weiß. Ich weiß. Gut. Wenn du es weißt. Guten Tag, Herr Ordenskrieger. Ups. Ups. Hinter den Fässern irgendwo. Hi, nett. Oh, check, ich hab mal deinen Schlüssel genommen. Und dann pflücken wir mal ein bisschen Minze. Oh man, die Ecke strollen. Oh ja, die Blase erleichtern. So, jetzt geht's weiter. Beruhig dich mehr. Ist da drin? Nee, das ist die falsche Truhe. Der Jack geht auch nie schlafen. Ich bin kein Schmied. Ich bin kein Schmied, aber manchmal nur die C, weiß glaube ich, C. Und brauchen wir noch 20.045. Bar noch. Ich mache hier nichts Auffälliges. Ich sehe mich nur ein bisschen um. Und der da steht, Alter Schwede, ich hasse diese Typen. Da kümmert sich ja auch keiner drum. Naja. Warum auch? Ja. Da hat jemand eine Muschel liegen lassen. Immer. Ja, immer wieder das Gleiche. Dass die Typen noch nie schlafen gehen, ey. Hallo, Sid. Warte, Sid. Was? Hallo? Ist da jemand? Ah, nein! Cathy! Ich brauche ein paar Dietriche. Komm, kauf uns mal. 5. 50 Gold, bitte bewahrt. Ja, komm. Danke für die Dietriche. So teuer, Kathi. Das ist mir zu riskant. Ich muss mich mal hinsetzen und nachdenken. Ah, mit rechts geht's. Okay.
Tür nicht. Ja, ein Bett. Stahlbad, Schatztruhe. Na komm, der braucht sie nicht mehr. Nett? So, dann reden wir mal mit seiner Tochter. Oh, er hat nichts gefunden. Ups. Ich bin auf deinen Tisch gesprungen. Mir geht's gut. Und dir? Danke auch. Was denn? Wie soll es nur weitergehen? Keine Ahnung. Patty? Wegen deines Vaters. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Ja. Bravo! Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Mhm. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmützen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Komm, Geld. Gib mir das Gold. Der Rest interessiert mich nicht. Abgemacht. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, kleiner Held. So, und jetzt will ich nur noch eins. Raus aus dieser verfluchten Stadt. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Hm. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Das heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Ja, im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist ja rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das war nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Tja. Nico? Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost! Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Cool. Noch eine Quest gelöst. Du bist Fischer? Du bist Fischer. Nein, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ja. Ja, kannst du froh sein, Nico. Das war's. Suchst du was? Das war's eins. Jetzt nicht. Und für das kurze Gespräch habe ich extra die ganzen Mühen auf mich genommen und ja. Toll. Deswegen habe ich extra rumholen müssen. Wow! Ich trau mich nicht. Ich sollte mich vielleicht trauen, aber ich trau mich nicht. Ja, da war ich auch schon. Banditen. Komm. Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Er lässt sie von einem Bauern bewachen. Dann sieh dich dort mal um und sprich mal mit diesem Bauern. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir bei Weasel eine Quest haben, aber okay, dann... Abmarsch zu den Kühen!
Wir scheuen keine Mühe und laufen zu die Kühe. Wir scheuen keine Mühe und laufen zu die Kühe. Wir scheuen keine Mühe. Ja, Abmarsch. Wow! Verbären, Fernando oder wie der heißt, keine Ahnung. Der Dunkel, Delgado. Okay. Huhn? Ich wieder. Ich kann dir nicht helfen. Nee, ich nicht der Falsche. Bist du die Kühe? Hallo, Wache. Ich muss mit. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Hallo, Bauer. Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe Acht gebe. Den anderen ist es nicht so gut gegangen. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Die Reuter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, die Bertha, also. Die Bertha, also, ja. Die liebe Bertha. Schauen wir uns gleich an. Bauer. Da Kuh und da ist die Bertha. Die Bertha mit den dicken Eutern. So. Meine Abkürzung. Hui. Bzzz. Mal kurz da rein in den Misthaufen. Und daraus? Jawohl. Ich habe kein Fleisch zum Braten. So, Morgendämmerung. Und von euch Pennern kann keiner schlafen. Jetzt habe ich nirgends mal einbrechen können. Meine Fresse. Ah, ich habe eine Schatzkiste geplündert. Die von Sarah Bossa oder so. Stahlbart. Sag, wir nennen ihn Stahlbärtchen. Hui. Gut. Man kann ja öfters mal in der Luft stehen bleiben. Wer von euch macht das auch? Ab und zu in der Luft stehen bleiben. Einfach mal so, whoop, und dann in der Luft stehen. Das ist eins meiner Hobbys. Bam, badam, badam, bam. 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 Sagte ich. So, bam. Und dann schauen wir mal zum Weasel. Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Stimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird ihr Totin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Nein, ich will keine Kuh töten. Ich will keine Kuh umbringen. Ich soll die Kuh töten? Nicht nur das. Du schneidest dir den Kopf ab und bringst ihn zu Konrad. Dann wird er mich umbringen. Bring den Schädel in sein Haus. Am besten in sein Bett, aber lass dich nicht mit dem Schädel erwischen. Dann kommst du wieder zu mir. Die Aufgaben werden immer einfacher. Die Aufgaben... Ich hasse dich. Echt. Bäuerin. Alvaro. Wie laufen die Geschäfte? Seit wir den Auftrag für die Klingenstäbe des Ordens bekommen haben, läuft es richtig gut. Walter arbeitet inzwischen Tag und Nacht, damit alles fertig wird. Komm, zeig mal, was du hast. Irgendwas Interessantes dabei? Hm.
Hm. Nicht wirklich. Okay. Na dann. Mach's gut. Gerade nicht. Bist du der Toni? Was gibt's? Gibt's was? Was gibt's? Welche Folge haben wir Toni so lange gesucht? Ich weiß es nicht mehr. Ja, jawohl. Das gefällt mir. Bett. Wenn ich jetzt tatsächlich in der Hütte des Dom bin. Da hinten jemand? Ne, sieht aus, als wenn ich jetzt im Puff drin wäre. Gut, ich bin im Puff eingebrochen. Aber ist ja interessant. Einfach mal aufs Dach rauf und dann mal da hochspringen. Gut. Mal da hochspringen. Mal dann da aufs Dach rauf. Und einmal da hochspringen. Ist ja genial. Ich feiere das gerade. Willst du aber entschlafen? Komm, einmal im Puff geschlafen. Kostenlos. Warum auch nicht? Wer kann, der kann! Ich habe zumindest mal einen geheimen Weg ins Puff reingefunden. Hui! Ja, was schaut? Ja, wer schaut denn da? Hallo, Ordenskrieger. So, ich glaube, ich werde nochmal mit dem Piraten-Captain schon sprechen. Menschen waren das nicht. Menschen waren das nicht, nein. Menschen! In der nächsten Folge überlege ich, wie wir an. Ja, hilf mir. Wie wir an. Na! Jetzt will's nicht rauskommen. Wie wir an. Vom Leuchtturmwärter an die Sachen rankommen. Stahlbart hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt! Woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt. Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen und die Schnauze halten, verdammt nochmal! Es ist zum Aus der Haut fahren! Hey, cool, 25 Erfahrung! Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe, so wie auch letzten Winter vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel. Dasselbe Schicksal.
Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Rache ist auch nicht schön. Sorry, ja, komm. Erikson hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Erikson, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, er sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Nochmal 25 Erfahrung, komm. Ist was? Nein. Oh. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Mir geht's gut. Und dir? Danke auch. Ich frag mich nur, warum ihr da hinten noch herumsteht, aber... Egal! So. Was machen wir jetzt? Schienmann kann der Typ ja nicht. Und? Was ist jetzt mit dem Gold von Romanov? Hast du schon was gefunden? Naja. Hätte ich mir denken können. Die Aufgabe war offensichtlich zu schwer für dich. Geh jetzt. Ich hab zu tun. Batman. Komm, ich will dich da runterschubsen. Edel mit Ohren. Was ist denn den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Felle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört hier alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Sollen wir Geld dafür ausgeben? Ja. Erzähl mehr über die Artefakte im Lagerhaus. Die haben da alles Mögliche. Sogar einen Sarkophag haben sie angeschleppt. Was ist das für ein Sarkophag? Ach, das ist ein Klotz aus massivem Stein. Wo steht dieser Sarkophag? Im vorderen Lagerhaus. In dem, das näher an Pattys Kneipe ist. Dort im oberen Stockwerk. Du musst hintenrum rein. Allerdings ist eine Tür davor. Aber wenn ich dich richtig einschätze, dürfte die für dich kein Problem sein. Komm schon, du kannst es. Namenloser Detlef, ich weiß. Wir wissen, dass du es kannst. Jetzt will er nicht aufs Boot drauf. Komm, jetzt komm schon. Da geht doch. Meine. Na komm schon. Alle hopp. Ja, braver Junge. Okay, mal da nicht drauf. Komm, darauf. Komm, ich spreche jetzt. Jetzt hoch. Jawohl. Da ist Pattys Kneipe. Da steht eine Wache und unten liegt der Typ. Naja, ich speichere hier mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Risen. Weil sonst wird es zu langweilig. Ja, ich denke, ist eine ganz gute Folgenlänge. Ich mal ein bisschen die Aussicht von hier oben. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge also erledigen können. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, aber nicht zu. Bis zum nächsten. Speichern. Mal.